Wir haben die Tage ziemlich viel über DBAX Class gesprochen, wo man seine Datenbank schön über tolle Perl-Objekte ansprechen kann. Und das habe ich auch schon sehr lange genutzt. Und dann häufiger das Problem gehabt, ich habe mir vorher einen tollen Kopf gemacht und eine tolle Datenbank designt, aber dann ändert sich leider die Realität und ich muss meine Datenbank auch entsprechend anpassen. Und um das zu tun, kann man Migrations benutzen. Das ist eigentlich ein ziemlich bekanntes Muster. Ich hatte aber ein bisschen Schwierigkeiten, das in Perl zu implementieren, weil es mehrere Möglichkeiten gibt, wie immer. Und ich zeige euch einfach mal, wie ich das gemacht habe. Ich bin offen für Anregungen, wie man es noch besser, toller, einfacher machen kann. Wir gucken uns an, was DBAX Class ist, für die Leute, die das jetzt noch nicht benutzt haben, nur ganz kurz. Wie Migrations grundsätzlich funktionieren und dann, wie man das implementieren kann mit diesem Deployment-Handler und auch, was man tun kann, falls man die jetzt noch nicht benutzt hat, aber in einem Projekt, was schon existiert, benutzen möchte. Genau, die Demo, die im Skript steht, muss aus Gründen leider ausfallen. Genau, also was ist DBIC? Für die, die es noch nicht benutzt haben, man kann also Datenbanken in Perl-Objekte übersetzen. Da gibt es bei Perl auch noch RDBO. Bei PHP, für alle, die von dort kommen, gibt es dieses Doctrine. Das funktioniert wohl ziemlich ähnlich. Und man hat eben Klassen, wovon eine Klasse eine Datenbanktabelle repräsentiert. Und dann bekommt man noch schöne Objekte für eine einzelne Datenbankzeile. Das ist sehr praktisch, weil die halt viele kleine Helferfunktionen haben. Das DBIC kann ja dann die ganzen SQL-Statements generieren und automatisch bauen. Das hat Vorteile für die, die nicht gerne SQL schreiben, aber auch für alle anderen, denn man kann viele Teile wiederverwenden, also sich kleine Methoden schreiben, die die Dinge richtig sortieren oder die einem nur bestimmte Elemente geben. Und die kann man, wie bei Objekten und geerbten Objekten üblich, halt schön wiederverwenden in verschiedenen Kontexten. Das macht es dann am Ende sehr viel einfacher und auch mit viel weniger Code, als wenn man überall komplette SQL-Statements schreibt. Genau, und das ist echt total feature-complete, das DBIC. Man kann damit die komplexesten und wildesten Sachen machen. Und im Zweifelsfall irgendwo so bei 1% der Anwendungsfälle auch nochmal SQL reinträufeln. Genau, es gibt verschiedene Module, womit man in DBIC auch sowas wie Migrations machen kann. Und ich habe halt den DBIX Class Deployment Handler benutzt. Doctrine hat auch sowas Ähnliches, das nennt sich einfach Migrations. Genau, so noch ganz grundsätzlich, es gibt zwei verschiedene Workflows. Einmal, man hat schon eine fertige SQL-Datenbank, die man vielleicht mit dem pgAdmin oder phpMyAdmin erstellt hat. Und da drin liegen Daten und daraus kann ich mir dann mein DBIC ableiten. Und was ich viel schöner finde, ist, ich beschreibe meine Datenbank einfach in Perl, in DBIX Class Statements. Und daraus kann ich dann auch meine Datenbank im SQL-Server generieren lassen. Beides sind valide Wege. Und mit beiden Wegen kann man auch Migrations benutzen, falls sich das jemand fragte. Genau. Also das Problem habe ich eigentlich schon erklärt. Man hat halt die Datenbank, die ändert sich und irgendwie will man die Änderung verfolgen und vielleicht auch auf andere Maschinen übertragen. Das kann man für 5 Maschinen noch per Hand machen, macht aber keinen Spaß. Und spätestens, wenn man die Software veröffentlicht und beliebig viele nicht zählbare Menschen haben die installiert, dann hat man ein Problem. Und für ein Problem gibt es auch eine Lösung, das nennt sich Migrations. Ich gebe jeder Version meiner Datenbank irgendeine Nummer und dann habe ich immer von einer Nummer n zum nächsten Schritt n plus 1 eine Migration. Und ich kann auch große Zeitsprünge überbrücken, indem ich einfach die vielen kleinen Schritte nacheinander ausführe. Und wenn ich jetzt schon DBIC benutze, muss ich dafür eigentlich nur so ein bisschen aus dem Werkzeugkasten was entnehmen und hinzufügen. Also initial mal etwas tun und dann kann ich Upgrades machen. Potenziell könnte man mit der Software auch Downgrades machen. Dafür gibt es einfach nur noch kein fertiges Kommando. Habe ich auch noch nie gebraucht. Genau, wenn man jetzt schon DBIC kennt, muss man sich mit folgenden neuen Modulen beschäftigen. Und ich fand das am Anfang verwirrend, welches davon was macht und welche man eigentlich tatsächlich braucht. Viele Web-Applikationen, die man eben mal so schnell entwickelt, haben ja die Datenbank-Config in der Config der Web-Applikation. Das ist unpraktisch, hatten wir heute auch in einem Vortrag schon gesehen vom Julian. Deswegen habe ich Schema-Config benutzt. Das sucht halt seine
Config aus so einer schönen Datei raus und das kann man dann auch benutzen für irgendwelche Kommandozeilen, Programmchen und so, die ohne die Web-Applikation laufen. Dann gibt es den Deployment-Handler, der hat also die ganze Business-Logik und kann so Unterschiede zwischen Datenbanken verstehen und solche Upgrade-Files generieren. Die heißen aus irgendwelchen Gründen DDL-Files. Genau, und der generiert sie sowohl einmal für von nichts zur Datenbank, das nennt sich Deployment, und von einer alten Datenbank zur jetzigen, das nennt sich Upgrade. Dafür gibt es dann unterschiedliche Dateien. Und dann gibt es noch das Modul AppDH oder AppDH. Das ist so ein kleines Skriptprogramm, was den Deployment-Händler ansprechen kann und wo man dann, ohne den jetzt irgendwie explizit zu laden, einfach relativ schnell ein ausführbares Programm hat. Also ein PL-File, da muss man nur AppDH laden, fertig. Das sehen wir gleich nochmal. Genau, wie man das dann tatsächlich benutzt, kann ich jetzt gerade nicht vorführen, aber im Grunde genommen, wenn man das fertige Skript hat, hat man dieses Deploy-PL, das liegt irgendwo so bei den Skripten der Applikation rum. Und am Anfang, wenn man noch keine Datenbank hat, auf der zu installierenden Maschine oder mit der zu installierenden Datenbankkonfiguration, dann sagt man einfach Deploy, dann werden die ganzen Tabellen dort installiert. Man kann dann irgendwelche Änderungen machen an der Datenbank und wenn man write DDL ausführt, dann werden automatisch diese Upgrade-Skripte generiert. Genau, und wenn man das irgendwo hin überträgt, kann man dort Upgrade aufrufen. Fertig. Genau. Da kommt ein ganzes Füllhorn an lustigen Dateien raus, die mich am Anfang auch erstmal etwas verwirrt haben. Die obere Box, das sind die Deployment-Dateien, um also aus nichts die fertige Datenbank zu machen. Und jetzt beispielhaft mal ein Ordner, das sieht man an dem dritten Pfad-Element. Das kann ich auch lustig rot markieren. Kann ich nicht. Also das dritte Pfad-Element sagt uns, dass das... Ja, jetzt meine Folien weg. Ich brauche einen ganz kleinen Moment. Kann mir jemand kurz das Passwort sagen, was hinter mir steht? Ich hätte das Management für das WLAN-Passwort in meinem KDE irgendwie mal korrigieren sollen. Sehr gut. Okay, also ich zeige nur mit der Hand drauf. Hier steht also SQLite und man kann eben auch noch beliebig viele andere SQL-Server aktivieren, die unterstützt werden von DBIC. Dann gibt es die Dateien eben auch noch in dem SQL-Dialekt dieses Servers. Und das sind die Deployment-Dateien. Und dann kommt eine Nummer für die Version des Datenbankschemas und dann mehrere SQL-Dateien. Und alles, was in diesem Ordner liegt, wird eben ausgeführt, wenn man diese Version installieren möchte. Genau. Und ähnliche Ordner gibt es auch noch für Upgrade. Da steht dann hier einfach Upgrade. Und dann kommt von Version 2 auf Version 3. Da kann man SQL-Dateien hinterlegen. Das sind auch die, die automatisch generiert werden. Und wenn man dann irgendwas Kompliziertes zu tun hat, wie zum Beispiel das Format des Passworts ändern oder irgendwas dergleichen, dann kann man da auch PL-Files hinterlegen und beliebige Perl-Skripte ausführen. Genau, und es können eben auch mehrere Dateien sein. Genau, und dann gibt es noch in dem Deploy-Ordner so YAML-Files. Die sind auch wichtig, um im Fall des Falles mal irgendwas zu reparieren. Da stehen im YAML-Format gedumpt einfach alle Informationen drin, die der Deployment-Händler zu der Zeit über das Schema hatte. Also wenn man das Schema nicht so ordentlich mit Git trackt, kann man dann später vielleicht nochmal nachgucken, was da eigentlich war. Vor allem sieht man, welches Verständnis des Datenbankschemas der DBIC-Deployment-Händler hatte zu der Zeit. Genau, was kann man jetzt damit alles tun? Also wie ich schon versprochen habe, gibt es Upgrades, und zwar linear. Ich kann von 1 auf 2, von 2 auf 3 und auch auf über 9000 aktualisieren. Und wenn ich jetzt gerade einfach eine Spalte hinzufüge, in der irgendein Standardwert steht oder in der auch Null stehen darf, dann kann ich mit den autogenerierten SQLs total gut leben. Die funktionieren prima. Ein bisschen komplizierter wird es schon, wenn man was Komplexeres macht. Also wenn man zum Beispiel eine Spalte hinzufügt, die aber nicht null sein darf, dann muss man das Skript natürlich noch ein bisschen anpassen und dem SQL irgendwie beibringen, in diese Spalte jetzt ein
Default-Wert einzutragen, der aber nicht der Default-Wert im SQL-Server ist. Also einfach für den Start und die schon bestehenden Zeilen, da muss ja irgendwas dann stehen. Genau, und man kann verschiedene SQL-Server gleichzeitig unterstützen. Genau, also man kann innerhalb eines SQL-Servers aktualisieren, nicht gleich die Datenbank umziehen, aber wenn die Software von verschiedenen Kunden mit verschiedenen DBMSen benutzt wird, dann ist das kein Problem. Die Logik für Downgrade ist natürlich da, weil es im Grunde dieselbe ist. Da könnte AppDH einfach noch ein Kommandozeilenargument für haben, was es noch nicht hat. Ich habe mir so erträumt, dass man vielleicht auch nonlineare Datenbank-History haben könnte, so wie wir das von Git kennen für Software-Code, auch vielleicht für Datenbanken. Sowas habe ich aber noch nicht gesehen. Und es gibt Möglichkeiten, da habe ich auch mit dem Entwickler schon drüber gesprochen, dass man in DBIC noch definiert, zum Beispiel für eine neue Spalte, welcher Wert dort eingetragen werden soll oder aus welcher anderen Spalte diese initial befüllt werden soll. Das ist aber noch nicht so gut verwendbar, glaube ich. Genau, und es gibt im Deployment Handler keine Lösung, um Stored Procedures nachzuinstallieren. Das wäre machbar, man kann das auch mit diesen PL-Files oder mit den SQL-Files machen, wenn man das dort einfach einträgt, aber das kapiert das Ding einfach nicht von alleine. Genau, das hatte ich dann irgendwann mal so verstanden, wie das alles so funktioniert in so einem Testprojekt. Und dann habe ich ein bestehendes Projekt genommen und habe versucht, das dort zu installieren. Und da habe ich auch für mich selber mal aufgeschrieben, wie das alles so funktioniert. Man muss also dafür sorgen, dass das Schema die Config lädt, auch unabhängig von irgendeiner laufenden Web-Applikation. Wenn man Schema Config benutzt, dann tut man das in so einer YAML-Datei. Und dann muss man eine Klasse anlegen, die von Deployment Handler erbt, weil man dann einfach da reinschreiben kann, was standardmäßig die Schema-Klasse ist. Sonst muss man das bei jedem Aufruf mitteilen, weil AppDH das ja vorher nicht wissen kann. Genau, dann erstellt man noch ein Executable, was einfach diese die Deployment Handler-Klasse aufruft. Da steht eigentlich nichts drin, also da sagt man nur wann. Und um jetzt initial einmal diese ganzen lustigen DDL-Files zu kreieren, ruft man das Write auf und dann kann man mit diesen Dateien jede neue Datenbank befüllen oder auch irgendwelche Upgrades starten. Genau. Die Demo funktioniert leider nicht. Deswegen haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit übrig. Ich bin wieder positiv für den Zeitplan. Aber ich kann euch noch einladen, zu Leipzig PM zu kommen. Herbert und ich treffen uns mindestens zu zweit, versuchen das einmal im Monat zu machen. Und Perl-Entwickler oder Interessierte aus Leipzig oder Gäste von auswärts sind herzlich willkommen. Ansonsten kommt mit Fragen zu mir oder verbindet euch online oder stellt Fragen jetzt. Eine Frage. Hast du eine Meinung zu Squitch? Ich kenne Squitch leider nicht und kann zu dem deswegen keine Meinung äußern. Aber kannst du mir vielleicht danach das zeigen? Auch nicht. Gut, wir lernen noch beide dazu. Nichts weiter, dann danke ich.